Nächster Redner Christoph Hagen, Justizsprecher beim Team Stronach. Meine Damen und Herren, ja, im Ausschuss habe ich schon gesagt, so Tagesordnungspunkt 4, eine Verbesserung für die Gerichtsbediensteten und die Organisation, das ist eine vernünftige Sache, bekommt unsere Zustimmung. Was mir jedoch aufgestoßen hat, ist der Tagesordnungspunkt 5, und zwar der grüne Antrag. Und zwar, das hat schon System bei den Grünen, das muss ich ehrlich sagen. Wenn wir im Innenausschuss letzthin einen ähnlichen Bericht oder Antrag der Grünen gehabt, wo es darum gegangen ist, dass der Herr Minister, der Innenminister, zu Schulungen herangezogen werden soll und Schulungsnachweise bringen soll, dass er sich über gewisse Punkte informiert hat. Also irgendwo geht man das ein bisschen zu weit. Ich glaube, da wird schon, muss ich mal sagen, von den Grünen, ich habe das im Innenausschuss so begründet, dass hier, das habe ich mal in einem Regime, das Gott sei Dank lang schon eine Zeit vergangen ist, in der UdSSR nämlich, da hat man gewisse Herrschaften, wenn sie nicht das getan haben, was man wollte, dann wurden sie in Schulungen geschickt und haben dort eine Hirnwäsche bekommen und dann war wieder alles gut. Das will ich nicht. Darum ist dieser Antrag meiner Ansicht nach abzulehnen. Und jetzt geht es aber mir schon darum, ich verstehe nicht, warum da die Regierungsparteien bei diesem Antrag mitgestimmt haben. Herr Bundesminister, Sie wissen, ich habe Ihnen vor einiger Zeit einen Antrag eingebracht, wo es mir darum gegangen ist, dass Richterinnen und angehende Staatsanwälte und angehende Richter künftig eine Zeit lang bei der Polizei im Außendienst mitfahren sollen, um einmal zu sehen, was da wirklich abgeht, weil am grünen Tisch beim Gericht sind die Menschen immer sehr zahm und da stellt sich die Situation dann anders dar, wie sie wirklich vor Ort war. Und damit sie sich ein bisschen Eindruck machen können und sehen, dass da nicht alle lahm fromm sind und im schönen Anzug sich brav benehmen wie vor Gericht, wie es ihnen der Anwalt gesagt hat, sondern dass sie mal sehen, was wirklich abgeht. Und um das ist mir gegangen und das wurde dann nicht berücksichtigt. Und hier dieser Antrag, dass man jetzt hier eine Schulung macht, meine Damen und Herren, ich muss ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, dass jemand, der in ein Amt des Richters, in ein Amt des Staatsanwaltes kommt, dass der schon seinen Bildungsweg dementsprechend gemacht hat, dass er das sehr wohl erkennen kann, was jetzt hier vorliegt. Und ich glaube, dass er auch über die nationalsozialistische Zeit und über die Wiederbetätigung sehr gut aufgeklärt ist. Deswegen ist dieser Antrag für die Fisch, kann man ehrlich sagen, und deswegen werden wir ihn ablehnen. So Christoph Hagen, Justizsprecher beim Team Stronach.